Viele Menschen nehmen unterschiedliche Positionen ein, wenn es um die Frage nach dem Glauben und der Vernunft geht. Der Glaube ist eine Sache des Herzens und hat nichts mit rationalen Argumenten zu tun, sagen manche Gläubige. Sie meinen, wenn der Glaube das notwendigste Ergebnis logischer Schlussfolgerungen wäre, hätte er kein Glaubenselement mehr an sich. Er wäre eine Folge des Denkens und würde keine Entscheidung, kein persönliches Engagement erfordern. Er wäre also eine Sache der Vernunft und nicht des Glaubens. Andere halten diese Antwort für nicht überzeugend. Sie meinen, wenn der Glaube keine Aspekte hätte, die man mit der Vernunft ergründen könnte, dann könnte man an alles Mögliche, alles Absurde glauben. Dann wäre jeder Glaube gerechtfertigt, glaubwürdig und gleichwertig, obwohl die Glaubenslehren in ihrer Plausibilität und Glaubwürdigkeit völlig unterschiedlich sind. Es muss ein überzeugendes Element geben, das zu diesem einen Glauben führt und ihn von den anderen unterscheiden lässt. Ja, diesen Glauben noch glaubwürdiger macht. Der Glaube soll sowohl das Herz als auch den Verstand befriedigen. Demzufolge könnte Folgendes postuliert werden. Der Glaube ist eine Sache des Herzens, die aber dem Verstand nicht widerspricht, sondern auch mit dem Verstand ergründet werden kann. Der Glaube kann sogar mit wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert werden. Bis zum nächsten Mal.